Stellt euch vor, ihr bringt ein Spin-off zu einer der beliebtesten Kinderserien aller Zeiten raus. Und es ist allerhöchstens mit und es ist nicht mal klar, ob der Creator der Originalserie das überhaupt wollte. Dann seid ihr bei Camp Coral gelandet. Camp Coral, im Deutschen mit dem unbedingt notwendigen Untertitel SpongeBobs Kinderjahre beglückt, ist ein Spin-off von SpongeBob, das 2021 erschien und 2024 auch schon wieder eingestellt wurde. Nach zwei Staffeln, wo SpongeBob und all die anderen bekannten Charaktere in deren Kinderzeit zeigt. In der Zeit, wo SpongeBob im Ferienlager war, denn das ist ja auch aus den ersten drei legendären Staffeln bekannt. Da, wo er Thaddäus, Patrick und so kennengelernt hat. Also, und wie heißt du? Ich heiße Sandy. Und wie ist dein Name? Ich bin SpongeBob! Moment, hä? Das war ja gerade aus der allerersten Folge ever. Warum lernen die sich gerade da kennen, wenn Camp Coral doch davor war? Weil das Ganze keinen Fick auf Kontinuität gibt. Warum denn nicht einfach die erste Version von Camp Coral gucken? Wovon ich rede? Moment, kurz aufpassen. Also Ruhe bitte. Pfadfinder im Zeichen der Bohne, aufgepasst. Es ist Zeit für Camp Laszlo. Ne, Moment, das war das falsche Intro. Zeichen der Bohne, aufgepasst! Es ist Zeit für Camp Laszlo! 2001, eine neue Folge, Laszlo war sein Name! L-A-Z-L-O! 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 Und Laszlo war sein Name! Ja, das war das tolle Intro von Camp Laszlo. Eine Serie, die in ihrer Beliebtheit für mich den zweiten Platz auf Super RTL einnahm. Den zweiten Platz? Ja, ich schaute sie am zweitliebsten nach SpongeBob. Und das muss das heißen, denn SpongeBob hat für mich mit seinem ersten Platz das Ganze auf ein ziemlich hohes Podest gelegt. Vom ersten Moment an habe ich mich in Camp Laszlo verliebt. Camp Laszlo war im Prinzip Camp Coral, aber vernünftig gemacht. For real, warum macht man überhaupt noch eine Serie, wo die Kindercharaktere in einem Sommercamp sind? Vor allem in Bezug auf die SpongeBob-Charaktere hätte man sich viel mehr ausdenken können, was irgendwie passt und nicht die Lore zerschießt. Irgendwie alternatives Universum. Packt die halt in die arktische See, wo es immer kalt ist. Dann hat man genug andere Geschichten, aber so? Wie gesagt, es gab schon eine andere ordentliche Ferienlagerserie für Kinder mit Kindern. Und das war halt Camp Laszlo. Vor allem ist der Humor von Camp Coral noch etwas unter dem Niveau der modernen SpongeBob-Staffeln. Das gepaart mit dem wirklich furchtbaren Animationsstil. 3D ist nicht mal das Problem, es ist das Budget. Ist wirklich etwas, was kein Ambient erzeugen kann. Doch was hat Camp Laszlo zu meiner Meinung nach einzigen ernstzunehmenden Camp-Zeichentrickserie gemacht? Schauen wir uns mal kurz einen Clip an. Ich habe mir sehr viel Mühe für dieses Video gegeben. Deswegen würde ich mich selber ein Like freuen. Das würde mir insane helfen. Und wenn du schon mehrere Videos geguckt hast, freue ich mich auch extrem über ein Abo. Und wenn du richtig Bock hast, mich zu unterstützen, kannst du auch eine Mitgliedschaft für den Kanal abschließen für nur 2,99 € im Monat. Dafür kriegst du jedes Video 3 Tage früher, kannst exklusive Emotes im Chat und in den Kommentaren benutzen und kriegst ein Badge in deinem Namen. Erst müssen sie uns erzählen, was es ist und wieso sie es opfern wollen. Also, hiermit bringe ich mein Lieblingssandwich zum Opfer. Brokkoli und Rosenkohl auf Weißbrot. Mahlzeit Schwarzkopf. Sayonara. Was denn? Ihr Lieblingsessen ist also... Ja, genau. Ein Sandwich aus Brokkoli und... Die-dubli-dubli-du. Viel Spaß noch bei der Völlerei, Herr Vulkan. Der Clip gibt mir genau das, was ich an einer Cartoonserie liebe. Schleichmann, der Linke, eine gute Seele, gesprochen von Stefan Krause und der zweite Fanlineführer des Camps, sagt noch ernsthaft motiviert Fanlineführer Lumpus, dem Rechten, dem Elch, dass er mal erzählen soll. Schleichmann, das klingt auch schon nach einem überkorrekten Lehrer. Im Englischen Slinkman. Es soll aber gar nicht der Eindruck entstehen, dass er ein Miesepeter ist. Er probiert nur seinen Job richtig zu machen. Jemand, der seinen Job nämlich nicht richtig macht, ist Lumpus. Fanlineführer Lumpus wird gesprochen von Joachim Kaps. Inzwischen auch die zweite, meiner Meinung nach extrem passende Stimme von Thaddäus in SpongeBob. Vor allem passend, da der Charakter ein einfach nur unsympathischerer Thaddäus ist. Erst dieses gelangweilte Sprechen, dann dieses verrückte Lachen, weil er sich selbst für sein Essen hypt, wieder gepaart mit diesem Was denn? Das könnte so hart ich sein, dass er dann selber aus seiner Schauspielerei rausfällt und mit diesen Cartoon-Sounds in Fullspeed den Vulkan runterrennt. I love it. Das könnte original aus SpongeBob sein. Oder aus der Camp-Version von SpongeBob, wenn man Camp Coral halt richtig gemacht hätte. Aber Moment,
Was trank Lumpus da zu seiner Pastete? Freaking Wasser? Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man so ein richtig kaltes Glas Wasser zu seiner leckeren Mahlzeit trinkt. Aber wie ich die Amis kenne, haben sie gar kein geiles Wasser. Da würde ich doch lieber Holy empfehlen. Ich habe für euch zusammen mit Holy ein paar Codes klar gemacht. Einmal NostaCherry 5 mit 5 Euro Rabatt auf deine allererste Bestellung und einmal NostaCherry mit 10% Rabatt. Den kannst du einfach so immer wieder benutzen. Denn wir sind hier im Ferienlager und da wird neben der sportlichen Betätigung im Freien auch auf Ernährung geachtet. Wie ihr später hören werdet, geht es ja um eine Abkehr vom Alltag und um eine natürliche, beruhigende Atmosphäre. Und beruhigend und natürlich sind die Holy Hydration Drinks mit natürlichen Aromen und ohne Zucker, also ohne das Aufgedrehtsein, halt sowieso. Wenn du Interesse an den verschiedenen Holy Drinks hast, kannst du dir sein Starter-Set holen, was zusammen mit dem Code NeustarCherry5 dann nur noch 15 Euro kostet. Oder das Deluxe-Starter-Set, wenn du dich nicht entscheiden kannst, womit du genug kriegst, um dich einmal durchzutesten. Alle wichtigen Links zu Holy findest du in der Beschreibung. In dieser Folge ist es Zeit für eine Opfergabe seines Lieblingsessens an den Vulkan im Camp Kidney. Und Fehlerführer Lumpus, er hier, will seine Hühnerfleischpastete genießen. Also denkt sich der Idiot so, ich probiere den Vulkan zu verarschen. Und es klappt halt die ganze Zeit nicht, bis die Folge eskaliert. Die Campkinder und Lumpus Minion, Schleichmann, müssen ihm das zugegebenermaßen sehr lecker aussehende Gericht, ein Cartoon ist genial, wenn er das hinkriegt, abnehmen und selbst in den Vulkan werfen. Das ist das geniale Build-up zur vollkommenen Eskalation. Das könnte auch eine SpongeBob-Folge sein. All right, boys. We're gonna have to do this rationally. Ja, die Serie gibt es leider fast nur auf Englisch zu finden. Das, die Cartoon-Musik und der Schlag auf den Kopf. Zu genial. Der Schläger ist Clam, ein ruhiger Charakter, der so wenig spricht wie eine Art Verb, dass er sogar nicht mal in der deutschen Synchronkartei zu finden ist. Man weiß nicht, wer ihn überhaupt spricht. Sprichst du nach Camp Kidney? Er ist zwar immer ruhig, aber wenn es wie in dieser Pfannenszene plötzliche Slapstick-Einlagen von ihm gibt oder er sehr wütend wird, ist es dafür umso mehr hilarious. Er ist Teil von der Gelee-Bohnenhütte. Das ganze Camp sind übrigens die Bean Scouts, zusammen mit Raj, einem indischen Elefanten, der sehr ordnungs- und sauberkeitsliebend ist. Somit gefällt ihm vieles im Camp auf jeden Fall nicht. Dieser wird übrigens genial gedrückt gesprochen von, ebenfalls, Stefan Krause. Komm schon, geh auf! Heilige Mutter aller Marshmallows, eine Marshmallow-Maschine! Und dann gibt es natürlich noch Laszlo, den titelgebenden Charakter, der stets optimistisch ist und probiert aus jeder Situation das Beste rauszuholen. Im Deutschen gesprochen von Bernhard Völker. Also ehrlich, super. Ich finde, in diesem Clip hört er sich wegen seiner hohen Stimme und diesem Lachen wirklich an wie ein Affe. Wie gesagt, genial gesprochen von Bernhard Völker, der in Cartoons wie Camp Laszlo oder Katze Kratz spricht. Geniale Serie. Oder auch in der Spider-Man-Trilogie als Hoffman. Hoffman! Ja. Wie wollen wir diesen Kerl nennen? Dr. Octopus. Das ist Kacke. Captain Calamari? Kacke. Dr. Strange. Schon besser. Gibt's aber schon. Moment, ich hab's. Dr. Octopus. Aber das finde ich gut. Das sind irgendwie zwei Sätze pro Film. Aber okay. Und das ist für mich die Serie. Sie wurde auch von Super RTL beworben mit verbringt Laszlo die aufregendsten Tage im Camp. Hier sind die Ferien für alle ein großes Abenteuer. Und zum Spaß haben, so viel steht fest, braucht man als Pfadfinder weder Fernseher, Videospiele, noch Handy oder Computer. Ihr denkt, Pfadfinder sind out? Na, ihr wart wohl noch nie in Camp Laszlo. Montag ab 14.30 Uhr mit 3 Folgen zur Einführung. Achtung, Achtung, Angst, den Serienstart nicht verpassen! Und ja, das war ein Trailer, bevor die allererste Folge am 1.5.2006 auf Super RTL gezeigt wurde. Da wurde sich noch richtig Mühe für Trailer gegeben. Vor allem der die vierte Wand durchbrechende Spruch am Ende ist einfach geil. Aber da sieht man, in dem Serienkosmos braucht man keine Technik, um Spaß zu haben. Und vielleicht hat das für mich als Kind auch den Reiz einer Serie dargestellt. Ich konnte viel Zeit alleine mit meiner Fantasie verbringen, auch draußen. Vor dem 9. Lebensjahr war ich überhaupt nur draußen. Vielleicht kann ich deswegen so gut relaten. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Das würde mir insane helfen. Und wenn du schon mehrere Videos geguckt hast, freue ich mich auch extrem über ein Abo. Dass die Serie überhaupt selten außerhalb der Landschaft dieses Camps stattfindet, tut der Kreativität ebenfalls gut. Die Wälder, das Camp, der Sabbersee, das Camp Haselnuss, was auf der anderen Seite des Sabbersees liegt und in seltenen Fällen auch die Kleinstadt in der Nähe, das sind so die einzigen Handlungsschauplätze der Serie. Im anderen Camp,
Im Camp Haselnuss befinden sich auch übrigens drei Gegenstücke zu unseren drei Charakteren aus der Jellybohnenhütte. Nina, Betty und Gretchen. Ich weiß noch, dass die drei irgendwie sehr sadistisch waren. Ich liebte vor allem den Camp-Aspekt. Ich war auch in einem Ferienlager als Kind. Das erste Mal war lame, beim zweiten Mal hatte ich absolut keinen Bock hinzugehen und beim dritten Mal wollte ich hin, weil das zweite Mal doch erstaunlich gut war und nahm sogar einen Freund mit. Und es wurde richtig schlecht. Okay, vielleicht liebe ich den Camp-Aspekt jetzt inzwischen auch wirklich wegen diesen Ereignissen. Weil irgendwie habe ich die nie so richtig mit der Serie in Verbindung gebracht. Aber ich schätze diese Serie vielleicht heutzutage dafür mehr, weil das Stockbrot machen, die Nachtwanderung unter freiem Himmel und die ellenlangen Gespräche im Zimmer, während die meisten anderen schon schliefen, waren doch einfach geil. Und wie kam Joe Murray auf die Idee? Joe wer? Joe Murray, der Creator von Camp Lazlo. Joe Murray fing in den 80ern an, mit seiner eigenen, selbst gegründeten Cartoon Company Aufträge zu bearbeiten. Und 1990 zeichnete er einen gelben Stier, der aus einem MTV-Gebäude flog. Ein Charakter von seiner späteren Serie war geboren, Heffer Wolf. Der dumme Stier, der in einer Wolfsfamilie wohnt, kam bei Rockos modernes Leben vor. Einer Nickelodeon-Serie, die 1993 bis 96 lief und die er produzieren konnte, weil er einen anderen Charakter, über den er eigentlich eine Serie machen wollte, verkauft hat. Wie konntest du so fett werden? Isst du so viel? Du isst so viele Hamburger! Kannst du lieber was anderes essen, hä? Nein, Marokko, sehen Sie, ich bin nicht Rocco. Stehen bleiben! 1992, noch in der Vorproduktion der Serie, nahm sich seine Frau Diane das Leben und Joe machte die Serie dafür verantwortlich, den ganzen Stress drumherum. Er dachte ja davor nicht mal, dass der Entwurf für die Serie angenommen wird und nun dachte er wenigstens, dass er nach der ersten Staffel entlassen wird, um sich seinen persönlichen Problemen widmen zu können, da die Serie nicht gut ankommen wird. Doch Nickelodeon wollte mehr. Nach der dritten Staffel gab er das Projekt endgültig an Steven Hillenburg ab, den späteren Creator von SpongeBob. Er blieb noch als ausführender Produzent einer Serie beteiligt, so wie Steven Hillenburg nach den ersten drei SpongeBob-Staffeln. Aber Steven übernahm die meiste Arbeit. Nach der 52. Folge wollte er das Projekt endgültig verlassen und bat Nickelodeon, die Serie doch gerne am Leben zu behalten, da er Steven in dem Punkt auch vollumfänglich vertraute. Aber Nickelodeon beendete das Projekt selbst. Nach einigen kleineren Projekten pitchte er 2005 Camp Lazlo an Cartoon Network, die das Projekt begeistert aufnahmen. Heutzutage macht er eher so Independent-Shit. Mann, sieht das gut aus. Einen Award hat Viego in The Magic Fish in Cannes auch gewonnen. Mein Respekt. Und mal jemand, der normal zu sein scheint und anscheinend kein Pedo ist und bei Nickelodeon arbeitet. Wow! Aber zurück zu Camp Lazlo. Murray hat nach Rocco noch ein Sketchbook mit Ideen behalten. Seine eigenen Zeiten im Ferienlager haben ihn geprägt. Ebenso Cartoons wie Bugs Bunny von den Looney Tunes, die mit viel weltlicher Atmosphäre daherkamen und deswegen beruhigend wirkten. Obwohl es ja doch so aufgedrehte Cartoons waren. Genauso war das bei mir damals mit Lazlo. Mal keine Autos oder Industrie zu sehen, das hat man im Alltag genug. Man soll ja eben von Alltag ab und die Fantasiewelt anschalten. Außerdem störte ihn in der Fernsehwelt damals die, und die 2000er waren wirklich ein gutes Beispiel dafür, Versessenheit auf Zukunftssachen. Nach einigen weiteren Überlegungen schickte John Murray Linda Szymanski, seiner damaligen Nickelodeon-Producerin von Rocco, den Pitch für Camp Lazlo. Sie war nun zu Cartoon Network gewechselt. Sie meinte lediglich, dass der damals geplante Titel von Three Beans zu sehr nach Salat klingt und kurz danach bekam sie das grüne Licht für den Pilot. Doch wer sind sie? Joe holte sich Mark O'Hare an, der schon Director bei Rocco und danach ein Mitglied im SpongeBob-Team war und dort an den ersten legendären drei Staffeln mitarbeitete. Kurz darauf wurde ihnen beiden das Approval für die Serie einfach wieder gestrichen und sie waren traurig und Zitat angepisst. Sie arbeiteten härter am Pilot, da sie wussten, dass die Serie wohl irgendjemand in der Chefetage noch nicht so ganz zusagen würde. 2004 konnte dann die Produktion der Serie doch normal beginnen. Bis 2007 wurden 61 Folgen in 5 Staffeln inklusive einem Special produziert. Zu derselben Zeit machte John Murray dann auch wieder eine Scheidung durch. Der Arme. Ich hoffe, in dem Aspekt läuft es bei ihm wieder besser. Er war sehr inspiriert von Künstlern wie Picasso und die Hintergründe malten sie mit Acrylfarben. Ich finde die Hintergründe gemixt mit den abstrusen Formen, das ist halt John Murrays Stil, irgendwie so schön harmonisch. Verschiedene an der Serie beteiligte Schreiber schufen danach eigenes. J. Gay Quintle schuf danach Regular Show und Thurop Van Orman schuf danach Flapjack. Das lief auch auf Cartoon Network. Wo ich davor von guten Hintergründen gesprochen habe, guckt euch mal den Hintergrund bei Flapjack an. So beeindruckend. Dort arbeitete dann übrigens Alex Hirschmidt, der später Gravity Falls schuf. Und die Liste geht bestimmt so weiter. John Murray machte Camp Lazlo kinderfreundlicher als Rocco, aber nicht gezwungen, sondern naturell, da er jetzt durch eigene Kinder wusste, was Kinder lustig finden. Er zwang sich ebenso nicht alles zu überwachen und überließ seiner Crew auch gewissermaßen freien Lauf. Er schickte ebenfalls keine versteckten Botschaften an Kinder. Diese versteckte Ebene an Erwachsene ist also etwas subtiler als bei Serien wie SpongeBob. Und er verbreitete halt keine Messages, außer sei du selbst und hinterfrage Autoritäten. Außer es geht um Sicherheit. Apropos versteckte Botschaften. Mit unterschwelligen Botschaften füttern. Ah!
Wusstet ihr, dass die Frau Meriwether Williams ist? Eine Autorin bei SpongeBob, die auch bei Camp Lazlo arbeitete und für ihre Arbeit an ihrer Folge dort einen Emmy erhielt. Und hier hat sie sich halt für diese SpongeBob-Szene selbstironisch zur Verfügung gestellt. Sie arbeitete, by the way, auch an diversen Filmen mit James Franco zusammen. Auch Cass, der euch aus diversen SpongeBob-Folgen-Credits bekannt sein sollte, arbeitete an Camp Lazlo. Joe wollte auf jeden Fall seine Leute zurück, mit denen er in Roku gearbeitet hat, und zwang sie förmlich dazu. Auch bei den Synchronsprechern wollte er auf Altbekanntes zurückgreifen. Tom Kenny, der SpongeBob-Sprecher, der damals Heffer sprach, sollte Fanlandführer Lumpus und Schleichmann sprechen. Und Carlo Ellis Cree, der Roko sprach, sollte Lazlo sprechen. Es hat alles so geklappt. Und ich finde, dass sogar im Englischen die Stimmen alle Spaß machen. Alleine, dass Tom Kenny so anders klingt als bei Heffer oder SpongeBob und eine völlig andere Verhaltensweise darlegen muss, zeigt wirklich sein Talent. Wir haben also richtig viele Leute dabei, die schon in den ersten legendären SpongeBob-Staffeln mitgearbeitet haben. Das zeigt sich, wie ich meinte, nicht nur im Voice-Acting oder im Humor, sondern auch in der Musik. Es wurde ebenso wie für SpongeBob die APM Music Library benutzt. Das habt ihr bestimmt im Clip gerade schon gehört. Der erste Moment war wie, als SpongeBob und Patrick Rüdiger vor dem Erfrieren in der Bootsfahrschule retten mussten. Der Track danach kam, als SpongeBob die Krabbenburger-Hallus hatte, weil er überarbeitet war. Best, 'cause if you mess this up, we'll both be stuck in Camp Kidney forever! So geil. Ich fand das als Kind immer befremdlich. Die Songs habe ich doch ein paar Minuten davor bei einem gelben Schwamm gehört. Aber genau das machte auch den Reiz der Serie für mich aus. Die Musik war übrigens wohl auch so ähnlich, weil Nicolas Carr, Sage Juten und Jeremy Wakefield mitarbeiteten. Die drei arbeiten auch an der Musik bei SpongeBob, spielen Instrumente und komponieren die Background-Tracks oft selbst. Aber auch der Humor war, wie gesagt, ähnlich. Hol mir mal einer den. So genial. Diese Szene könnte auch bei SpongeBob stattfinden, oder hat sie ja im Prinzip auch, als Thaddeus bei Sweet Victory dachte, dass er mit seiner Band vor Siegbert failen wird. Fun Fact: Siegbert und Thaddeus haben im Englischen nicht dieselbe Stimme. Hier dachte Edward, auch eine Art Antagonist in der Serie, dass der Auftritt der Campband vor seiner Familie absolut crap wird. Aber actually sind Lazlos Dance Moves ganz cool. Das ist so, wie wenn SpongeBob jemanden den Tag rettet. Fast wie im echten Leben, wenn man tanzen ist und jemand mit eher lamen Dance Moves plötzlich eine Riesenshow abliefert. Auch den Roboter kann man gut machen. Dass das beides auf Super RTL lief, ist übrigens Zufall, da Camp Lazlo halt wie gesagt von Cartoon Network ist. Aber das wusste ich damals noch nicht. Umso passender. Super RTL war es wohl wieder auch, die der Serie eine geniale Synchro verpassten. Mike Betts war der Verantwortliche für die Synchro. Der war auch bei SpongeBob einer der Verantwortlichen. Somit konnte es nur gut werden. Es gibt aber eine komische Sache. Pfadfinder im Zeichen der Bohne, aufgepasst! Es ist Zeit für Camp Lazlo! Wenn ihr euch noch ans Intro von Anfang erinnern könnt, es gibt zwei Versionen vom Intro. Ja, es war zwar nicht Slinkman, sondern Lumpus, aber der Kommentar hat recht. Wer da keinen Unterschied hört, es gibt halt das Intro einmal mit lauterem und einmal mit leiserem Anfangsgebrüll. I don't know why. Aber ich liebe das Intro. Die Durchsage am Anfang und der Chorgesang versetzt mich wirklich direkt in meine Kindheit zurück. Auch im Englischen kommt das Gefühl. Attention campers, it's time for Camp Lazlo. There worked a scout who made a friend and Lazlo was his name. Oh, L-A-Z-L-O. Das Intro-Lied ist halt aufgebaut auf dem Kinderlied Bingo. Ja, keine Ahnung, was das war. Ihr musstet das jetzt auch sehen. Abseits davon gibt es in der Serie mit Chip und Skip einen Patrick auf zwei aufgeteilt, die natürlich passenderweise Marco Krügers Stimme bekamen, also die vom ersten Patrick. Und was machen die in der Serie so? Toll, echt! Samson ist eine blöde Schnarchnase. Verschnarchst du ohne Ende! Dumm sein und stinken, die fliegen auch permanent um sie herum. Ich glaube, mich richtig erinnern zu können, dass die beiden wie Patrick waren, nur ohne Tiefgang. Also ohne dieses teilweise Schlaue dahinter. Marco Krüger sprach beide auch sehr unterschiedlich, womit man sein Talent hören konnte. Ich
war mir teilweise nicht mal sicher, dass es derselbe Sprecher war. Aber Chip klang schon sehr nach Patrick, was mich damals noch stärker irritierte. Besagter Samson aus dem Clip ist übrigens ein erotisches Meerschweinchen. Ein bisschen wie Raj. Und Edward, das zuvor schon mal gezeigte Schnabeltier, ist halt der Fiesling des Camps. Mit Gerald Schale und Hans Holbein als Stimmen mal wieder hochkarätige Besetzungen. Generell lustig, dass nur alte Männer Kinder sprechen, aber das ist ja meistens so. Edward wird übrigens im Englischen, das ist mir gerade noch aufgefallen, von Mr. Lawrence gesprochen, der auch Plankton im Englischen bei SpongeBob spricht. Jetzt weiß ich, woher mir die Stimme bekannt vorkam. Ah, the jellies! I know them! But I don't like them. Not friends. Hey Edward, when you finish talking to yourself, you wanna go play? What? It's just an ordinary Krabby. Oh my goodness! Squidward! Apropos Alter. Die Serie altert trotz ihrer Kurzweiligkeit auch etwas, was ich sehr schätze. In einer Folge gesteht die ruhigere Betty, das Gegenstück zu Laszlo, ihm seine Liebe. Lumpus geiert die ganze Zeit währenddessen auf Fanlandführerin Hannah Hirschkuh, die Fanlandführerin von Camp Haselnuss. Sie ist übrigens als Gegenstück zu Lumpus extrem herzensgut und ihr Schleichmann ist halt furchtbar aggressiv. Im Englischen wird Hannah Hirschkuh Jane Doe genannt. Das ist der Codename für Leichen, deren Identität man nicht kennt. Okay, Doe wohl auch wegen dir, weil sie ein Hirsch ist. Aber das andere ist echt weird. Adalbert? Ja, Hannah? Ich möchte Ihnen etwas sagen. Dann sollte ich wohl jetzt auf die Knie fallen, oder? Wenn Sie möchten. Adalbert Lumpus. Frau Hannah Hirschkuh. Ich habe mich verlobt. Ja, Hannah, ich will. Mit Bürgermeister Wilfried Windmacher. Eine weise Entscheidung. Wie? Was? So genial. Leute, sind wir ehrlich, so ist es doch oft im Real Life. Sie sieht viel zu gut für ihn aus. Oder andersrum. So genial überspitzt, als ich das erste Mal gesehen habe, musste ich so lachen. Ich muss auch nochmal die deutsche Synchro loben. Hannah Hirschkuh als Übersetzername klingt einfach mal so schön passend unschuldig. Ebenfalls passt das Adalbert im Deutschen. Es klingt ähnlich spießig wie das Elgin Quinn im Englischen. Aber ihr seht, da hat er noch keine Chance gehabt und vor dem Finale heiraten sie dann doch noch. Apropos Finale, Tom Kenny hatte da so eine Idee. That's the bad moose who locked me in the closet all summer and stole my job as scoutmaster. He fooled all of you. He's an imposter, a fake, and worse, he is no scoutmaster of Camp Kidney. What? Yeah, so? John Murray behielt die Idee drin, weil er fand, dass das zu Lumpus' verlogenem Charakter passen würde und selbst in YouTube-Kommentaren wird die Idee immer wieder gelobt. Neben einigen zu übertrieben dazu aufgezogenen Videos muss ich den Leuten auch recht geben. Es passt sogar. Er ließ Schleichmann seine ganze Arbeit machen und war extrem faul. Die Idee ist genial und bietet einer nicht so episodischen Serie trotzdem ein gelungenes Ende. Das Geniale daran ist, erinnert ihr euch noch an Murrays erste Serie, Rokkos modernes Leben? Das soll die Kuh aus dem MTV-Spot. Das soll Heffer aus Rokkos modernes Leben sein. Aus Copyright-Gründen ist es natürlich nicht zu 100% möglich, weil zwei verschiedene Companies und Rokkos Stil war halt ein bisschen anders. Aber sie haben ihn eingebaut. I'm a genius! Bye, Scoutmaster Lumpus! Get some rest! Boy, what a happy ending. Laszlo was standing in Prickly Pines naked. And the moose we thought was our scoutmaster just got hauled off as a deranged lunatic to a funny farm. Yeah, what a great summer! Woo! I can't wait for next year! So genial. Sogar Edward, der immer schnippisch ist, kann nichts mehr sagen. Ich habe es in einem YouTube-Kommentar zu der Szene gelesen. Sogar Edward fell out of character. Und jetzt merkt ihr doch endgültig die SpongeBob-Parallelen. SpongeBob hätte sich auch so extrem gefreut. Ich denke, dass Laszlo sich so freut, weil es durch so einen Kram erst richtig spannend wird. Und irgendwo hat er ja auch recht. Einer meiner Freunde hätte sich ähnlich gefreut. Was in der Folge eigentlich geplant war? Die Jungs haben rausgefunden, dass sie sich Klamotten einfach malen können, statt sich immer welche anzuziehen, die sie dann waschen müssen. Einfach mal wieder ein genialer Cartoony-Plot. Es könnte mich nicht mehr an SpongeBob erinnern. Und so endete die Serie. Sie lief sogar bis 2010 auf Super RTL. Also irgendwann wirklich als SpongeBob-Ersatz, da das ja seit 2009 nicht mehr auf Super RTL gezeigt wurde. Ich muss sie so häufig geguckt haben, ich habe so viele Erinnerungen davon. Sie lief davor noch auf Boomerang, als sie frisch war, obwohl da eigentlich immer nur alte Serien laufen sollen, und bis 2014 auf Cartoon Network. Sogar bis kurz vor Ende der Ausstrahlung der Serie wurde noch Werbung dafür gemacht. 5 Jahre nach der letzten Erstausstrahlung. Es folgen Kandidaten zur Bundestunwahl. Naturfreunde, geht auf cartoonnetwork.de und stimmt für mich, Laszlo, den Superpfadfinder. Ich fordere Freiheit für den Rotbacken-Pfeifdrüßling. Ein Ende der Diskriminierung des dünnfleischigen Anis-Champignons.
Einigkeit in Recht auf Freizeit. Jetzt seid ihr dran. Geht auf cartoonnetwork.de und wählt, wer Cartoon Network regieren soll. Dass sie dafür 2013 nochmal Bernhard Völker rangeholt haben, ist umso krasser. Alles nur, um die Serie ein Jahr später nie wieder zu zeigen und nicht auf DVD rauszubringen. In Österreich lief es auf ORF1. Immer krass, dass sie es dort mit Rundfunkgebühren finanzieren. Aber leider auch nur bis 2010. Seitdem läuft sie gar nicht mehr im Fernsehen. Wie gesagt, DVDs, Fehlanzeige, Streaming-Service und Warner, kannst du vergessen. Aber komplett lost ist sie zum Glück nicht. Man kann etwas mehr als die ersten zwei Staffeln auf Amazon Prime und iTunes für ungefähr 80 Cent pro Folge kaufen, wenn man halt die gesamte Staffel kauft. Geht eigentlich, finde ich. Auf Amazon wieder mal mit komischen FSK-Bewertungen und kommt angeblich erst am 1. Januar 2025 raus. Kann ich euch sogar empfehlen, weil wenn ihr euch an mein Background-Picture von der Serie von davor erinnert, in HD sieht das Ganze echt geil aus. Ach so, bevor ich das Video beende, muss ich euch erklären, wie Camp Lazlo damals für mich immer endete. Moment, nein, so endete sie nie. Ich finde es krass, dass es überhaupt normale Credits für die Serie gibt. Bis jetzt war das für mich gerade gefühlt Lost Media. Nein, es endete immer so. We sure won! I see breath freshener! Wie bei einigen anderen Serien oder Sitcoms üblich, gab es am Ende nochmal neben den Credits einen kleinen Gag, der auf die Folge aufbaute. Das war sogar nochmal mehr Animationsarbeit, fällt mir gerade auf. Das zusammen mit den Credits von Cartoon Network am Ende, die Super RTL nie wegschnitt, vielleicht durften sie legit nicht, fand ich immer so komisch. Sogar auf Cartoon Network in den USA wurden diese Credits rausgeschnitten. Vielleicht bei Super RTL so von wegen, ihr habt mal wieder für eine geniale Synchro gesorgt, aber wir müssen zeigen, dass das unser Produkt ist. Wenn man das schon durch den Vorspann sieht, erinnern wir euch hier dran. Ich fand aber Laszlo und Lumpus in dem Miniclip cool und auch das Time Warner Logo am Ende mit der Musik und halt der kleinen Animation. Credits war ich aber als Kind gar nicht gewohnt und wenn schon, dann nicht solche. Mein Hirn konnte sich ab diesem Time Warner Logo endlich wieder anderen Aufgaben widmen. Davor war ich irgendwie wirklich an die Folge gefesselt. Die Credits haben also ihren Sinn erfüllt. Und wenn du dich nun auch wieder anderen Aufgaben widmen kannst, bleibt mir nur Folgendes zu sagen. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Das würde mir insane helfen. Und wenn du schon mehrere Videos geguckt hast, freue ich mich auch extrem über ein Abo. Und wenn du richtig Bock hast, mich zu unterstützen, kannst du auch eine Mitgliedschaft für den Kanal abschließen für nur 2,99 € im Monat. Dafür kriegst du jedes Video 3 Tage früher, kannst exklusive Emotes im Chat und in den Kommentaren benutzen und kriegst ein Badge in deinem Namen. Und check gerne Holy ab. Die Links sind wie gesagt in der Beschreibung.